Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal, der junge Zocker. So, erstens mal, wenn du dieses Video wahrscheinlich siehst, weiß ich gar nicht, ob ich es schaffe, diese Woche bis Freitag überhaupt ein neues Video auf meinen Kanal hochzuladen. Erstens mal muss ich dir sagen, weil der sogenannte Knasttag wieder für mich beginnt, wobei ich wahrscheinlich keine Videos machen kann dort, weil ich einfach, gesperrt bin im Internet. Ich sag's, wie es ist. Ich habe vergessen, meine Handyrechnung zu bezahlen. Voll Kacke irgendwie, weil ich wollte euch ja diese Woche noch ein paar Gameplays zeigen. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe einfach in so ein Hotspot-Café. Das gibt's ja, diese, wie heißen diese Kneipen? Diese Kneipencafés. Und dort werde ich hingehen und dort mal ein Steak essen und dort dann halt vielleicht, wenn ich schaffe, ein Video hochzuladen. Wenn ich es nicht schaffe, müsst ihr euch nicht wundern, dass vielleicht eine Woche kein Video kommt. Ich werde natürlich alles in die Macht stellen, Alter, dass ich hier noch ein Video hochlade diese Woche. Und ja, gut. So, ich habe für euch heute ein kleines Call of Duty Gameplay für euch vorbereitet. Cop to the Flag auf der Map Reit, Runde 1 von 2. Und es ist jetzt schon sehr spät am Abend und darf jetzt auch gar nicht mal so laut kommentieren, sonst wecke ich hier noch irgendjemand auf, den ich nicht aufwecken will. Nichtsdestotrotz, ich habe hier heute die MSMC dabei und die TAC 45. Oh yes, so sieht's aus. Gerade eben habe ich noch ein bisschen Fußball geguckt, nämlich da kam Deutschland gegen Stuttgart und Stuttgart hat ordentlich gekämpft, muss ich sagen. Ordentlich hier Power gezeigt, aber der FC Bayern München ist natürlich viel, viel besser und in dem Gameplay soll es auch mal um den FC Bayern München gehen. Ja, der FC Bayern München ist ja zurzeit sehr berühmt geworden durch eben Uli Hoeneß, wobei das völliger Quatsch ist, weil erstmal Uli Hoeneß hat, was hat er eigentlich gemacht? Uli Hoeneß, der hat sogenannte Steuer hinterzogen, also jeder Mensch, der bezahlt ja Steuern und der hat Millionen von Steuern hinterzogen. Und was er gemacht hat, das war kein Kavaliersdelikt, Leute, sondern das war ganz, ganz große Kriminalität, was er da ausgeübt hat. Und das kann man nicht mehr als kleinen Kinderstreich sehen, sondern das, der Uli Hoeneß, der gehört in meinen Augen in den Knast gesteckt, weil, mein Gott, das ist unser Steuergeld, was der verschwendet. So, es geht mal hier in dem Gameplay um den FC Bayern München und der hat natürlich ganz, ganz viel Geld. Ganz, ganz viel Geld, wie ihr das hier schon seht. Und warum ist der FC Bayern München eigentlich so gut auf der Welt? Weil, ihr wisst ja, in Europa steht der FC Bayern München auf Platz 1, aber warum ist das so? Das ist ganz leicht. Der FC Bayern benutzt eine ganz leichte Taktik. Sie kauft einfach gute Spieler bei anderen Vereinen auf. Sprich, wenn in einem Verein ein guter Spieler ist, kommt der FC Bayern an und bietet ein gutes Sümmchen an die Spieler. Warum ich den FC Bayern zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so cool finde, also es ist immer so eine Sache. Ich stehe eigentlich für den SC Freiburg, weil der SC Freiburg für mich einfach einer der besten Vereine ist, die ich kenne. Ich komme ja auch aus der Region von aus Freiburg. Und jetzt frage ich einfach mal an euch, was haltet ihr eigentlich vom FC Bayern München? Findet ihr ihn auch so kacke wie ich? Und was für einen Lieblingsverein habt ihr eigentlich? Das könnt ihr gerne mal auf YouTube schreiben, wenn ihr wollt. Einfach mal in die Kommentare. Und dann geht's ab. Yo, der FC Bayern ist ein richtig reicher Verein, muss man nicht sagen. Aber was ich sehr schade finde und was ich auch gut finde, dass es halt Vereine gibt, die nicht so viel Geld haben, aber trotzdem sehr, sehr hoch in der Rangliste ist. Zum Beispiel der SC Freiburg. Hauptsächlich nur, ja, wie soll man sagen, junge Spieler oder so. Naja, egal. Das war mein kleines Gameplay von dem FC Bayern München und Fußball allgemein, bla bla bla. Ich sage ciao, Leute. Ich bin ein bisschen müde. Bitte versteht das. Haut rein. Ciao.